jetzt nicht, aber es geht halt um, ja, ist ja egal. Die Hexen geht's. Aber genau, um die Hexen. Aber ich möchte gern ein anderes Motto, so ein bisschen, nämlich einfach die Dankbarkeit. Egal wem und egal wann und warum, es gibt immer Sachen, für die man dankbar sein kann. Und ich habe heute jetzt eine Nummer von Hank Williams. Das war der Urvater in der Country-Musik, Hank Williams. Sie ist irgendwie so ein Traditional an. Und ja, da geht's, der bedankt sich halt bei Gott und bei immer, bei wem man sich auch bedanken will. Thank God for every flower in each tree. Thank God for all the mountains and the sea. Thank God for giving life to you and me, wherever you may be, thank God. In there's a world of grief and sorrow, we're filled with selfishness and greed. There remains the glory fountain to supply our every need. You can find it in the temple, with a welcome home the door. Be sure to count your blessings before you ask for more. Thank God for every flower in each tree. Thank God for all the mountains and the sea. Thank God for giving life to you and me, wherever you may be. Thank God. There's a road that's straight and narrow that the saints have traveled on, paved with all the tribulations of the martyrs that are gone. If you're grateful for their victory and for showing us the way, thanks to all your blessings, get on your knees and pray. Thank God for every flower in each tree. Thank God for all the mountains and the sea. Thank God for giving life to you and me, wherever you may be, thank God. Wir begrüßen Josef. Wow, alright. Alright. Ganz lob ich dir. So. Wir sind so dankbar, dass du uns auf ein bisschen oder später? Später. Ja, wer zu spät kommt, muss sich gleich setzen und auch nachher erst sprechen. Wir sind gerade bei einer Dankbarkeitsübung, lieber Josef. Thank God for every flower in each tree. Thank God for all the mountains and the sea. Thank God for giving life to you and me, wherever you may be. Thank God. Like the Master told us to, when he said, forgive them, Father, for they know not what they do. They would change their way of living if they could but understand. Remember, they're your brothers, they need a helping hand. Thank God for every flower in each tree. Thank God for all the mountains and the sea. Thank God for giving life to you and me, wherever you may be, thank God, wherever you may be, thank God. Bravo. Na ja, dann kommt die Jutta auch gleich. Wollt ihr euch kurz begrüßen? Ich wollte mal begrüßen. Dich, na bitte, so viel Zeit muss sein. Genau. Dann begrüße ich gleich die Jutta. Wir sind halt im Vater. Schau, ich hab genauso. Why?
Dann die Großen seid natürlich meine Gäste. Okay, und jetzt weiß ich, es ist ja Wahnsinn, jetzt weiß ich schon wieder nicht, was ich eigentlich spielen wollte. Aber das macht nichts. Dann spiele ich einfach Fieber. Oh, super. Wenn ich nicht weiß, was ich spielen soll, spiele ich Fieber. Das geht immer. Fever.
all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Juliet, baby, you're my flame. Now give us fever. When we kiss in fever with the flame in you. Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn you soon. Das Titelgedicht von Wandernieren und anderen Tieren heißt es, sind 60 Seiten Gedichte. So ein winziges Büchlein mit 60 Seiten habe ich noch nie gesehen. Das ist Dünndruck, wie die Bibel, nicht? Gibt so Dünndruck, das habe ich abgemacht. Das kann man in die Hosentasche schieben. Und also liest du jetzt noch was? Oder spielst du ein Theaterstück? Da ist er so finster da. Ja, das ist der Lappen. Ja, sitzt die nieder. Nein, ich mag nicht sitzen jetzt. Na, dann die Wandernähre, die Wandern, ich kann's eh fast auswendig sagen. Die Wandernähre. Ich war einmal beim HNO, der Doktor knurrte, so, was haben wir denn da im Hals? Das sieht mir ja direkt aus, als hätten wir eine Niere. Trinken Sie bisweilen Biere? Ich fragte, ist das nicht erlaubt? Der Doktor wiegte kurz sein Haupt. Ganz allgemein, das Nierenbecken, sprach er mit kalten Bierennecken, ist jedem schädlich, auch den anderen, doch tödlich ist's, wenn Nieren wandern. Erst recht zum Hals, das gab's noch nie. Deshalb, mein Herr, ich bitte Sie, spenden Sie sich der Anatomie. Ich wett nicht mal, Johns Hopkins hat ein seltenes Präparat. Er hat zu halten mich versucht. Wen wundert sich, ergriff die Flucht? Und wer auch noch so schwer mein Leiden, ich tue jetzt jeden Facharzt meiden. Wer weiß, wo der die Niere fandert, wohin sie wiederum gewandert. Tät ich zum Orthopäden gehen, fängt er eine Niere in den Zehen. Auch ist sie sicher vorgedrungen beim Pulmologen in die Lungen. Und in das Hirn beim Neurologen ist sie schon lange umgezogen. Und sicher sagt der Internist, dass sie schon längst im Hintern ist. Wir wollen uns verbeugen jetzt. Wir tun uns jetzt verbeugen und dann kannst du noch weiter spielen. Ja, gut, also. Danke, dass du rausgekommen. Also, was am ehesten dem entspricht, was ich für Gott heute mit dem Strafenden von der christlichen Religion sagen wir mal. You got to reap what you sow, heißt, du wirst das ernten, was du gesät hast. Wenn man das nicht versteht, versteht man nichts von mir, aber das ist eh wurscht, meine Lieder sind so einfach, die versteht jeder. Und wenn er es nicht versteht, dann spürt es.
Memphis Minnie, das war eine der wenigen Blueserinnen in den 1930er Jahren. Nur das ist ein bisschen ein Bildungsauftrag, dass ihr auch was lernt, was also an Fakten. Memphis Minnie, die 30er, 40er Jahre im Dienstier. If you feel all blue, there's so many things to do. Makes no difference how you feel, as long as you know it's real. And it's not bad to be sad, it's not bad to be mad. And you finally know, you got to reap just what you sow. I mean, reap just what you sow. Da geht's übrigens mitsingen. Also reap what you sow, kennt's auf alle Fälle mitsingen. If you start to face the fears, you might cry some bitter tears. Surely not an easy way to see the beauty in a rainy day. They all may judge you, tell you what to do, how to behave, suppress the feelings that you have in you. And finally know, you got to reap just what you sow. I mean, reap just what you sow. Interessierte Leute hier einzuladen. Ich kenne euch noch nicht. Ich bin der Wolfgang Echt. Ich freue mich, euch hier zu sehen. Hallo. Und ja, ein Krimi, das hat mich, ich sollte einspringen für jemanden, der einen Krimi vorliest. Warum ist der nicht da, Edith? Krank. Ah, krank. Okay. Bitte. Gut. Und ich habe da leichtsinnig zugesagt, dass ich einen Krimi habe. Ich habe auch einen, ist eher eine, wie sagt man da, ein Krimi-Schwank, Krimi-Komödie. Und ist noch dazu tiefster, allertiefster Innviertler Mundart geschrieben. Ja, mag ja ein bisschen so. Also, für Wiener seid ihr gerade an der Grenze, dass ihr das möglicherweise noch verstehen könnt. Aber irgendwie traue ich mich noch nicht, das Ganze anzupacken, weil der Krimi ist ja nicht so ganz kurz. Und wenn ich dann mitten drunter merke, da habe ich euch zu viel zugemutet oder das geht sich nicht aus. Weil mein Krimi kann man nicht plötzlich aufhören, oder? Da gehe ich noch auf die Toilette. Bitte. Genau. Sehr gut.
Da habe ich aber ein ganz schlimmes Gedicht für die Toilette da. Ja. Und zwar der gemütliche Frauenmörder, auch was Kriminelles. Voller Gleichmut dreht die Tote er durch seine flotte Lotte. Gießt sie dann mit Engelsmiene in die offene Latrine und betätigt voller Kühle gleich den Hebel von der Spüle. Dann brummt er am Most sich labend, so, jetzt mache ich Feierabend. Noch ein brutales Gedicht, das aber eigentlich auch besinnlich angefangen hatte, und zwar mit einer Trennung, die aber eher vom Verstand her kam, nicht ganz vom Herzen. Und also, da habe ich eine Weile gezweifelt, ob das richtig war. Und das heißt darum auch in dubio, was lateinisch heißt, im Zweifel. Nicht einmal noch angekleidet sitzt am Schreibtisch ich und schreibe, und am Überdrusse leidet jede Faser mir im Leibe. Trostlos bin ich schon seit Wochen seit, um es genau zu sagen, ich mit meinem Lieb gebrochen, ungefähr vor 60 Tagen. Und ich höre es vom Verstande, nach dem Tunnel kommt das Licht, diese alten Liebesbande taugten doch für Dauer nicht. Recht gesprochen, rechtes Handeln heißt nicht ständig neu besinnen, dieses stets im Zweifel wandeln, dieses Los kann nicht gewinnen. Und auf solchem Felsvorsatze zimmre ich mir eine Feste, weiß die Reue barsch vom Platze, hier nur für geladene Gäste. Das war der Teil 1 von dem Gedicht. Das Kriminelle kommt im Teil 2. Der Krimi, und zwar heißt der Teil 2 die Hand. Wer ist da? Ein leises Pochen und ich eile flugs zum Tor. Dann, so geht es mir seit Wochen, ist kein Mensch zu sehen davor. Spielt ja jemand dreist Verstecken, haben Geister sich verschworen, mich dem braven Mann zu necken, bis ich den Verstand verloren? Da schon wieder mir zum Harme, diesmal, Freund, entkommst du nicht, pocht es, grimmig pack am Arme ich den lästigen Bösewicht. Doch, o Schreck, am ganzen Leibe zittrig, als in meiner Klaue eine Hand von einem Weibe blutig abgetrennt ich schaue. Und an einem ihrer Finger sitzt der Ring, der silbrig zarte, und darein graviert steht Inga bis zum Tode deiner Harte. Wer dies Pfötchen abgeschlagen, ei, das wusst ich gleich exakt. Ich war es vor 60 Tagen, der die Hand ihr abgehackt. Schaudernd greif ich nach dem Spaten und begrab sie unter Krumen. Nicht soll dies Versteck verraten, pflanz ich drauf noch bunte Blumen. Blüht und wachset nur ihr Rosen, deckt mit eurer Unschuld Duft, Untat eines Treuelosen und sein Opfer in der Gruft. Magst du das spielen oder soll ich denken? Zu dem Verlass, was ich nicht, das ist zwar nicht ganz so kriminell, okay. Aber ich habe ein Liebeskummerlied. Weil ich habe aus Liebeskummer geschrieben, als aus Verliebtheiten. Weil wenn man verliebt ist, hat man eh genug zu tun, und wenn man dann aber traurig und liebeskummerig ist, dann hat man weniger zu tun. Naja, man muss ja, also Psychotherapie ist doch relativ teuer, wenn man es nicht auf Krankenkasse kriegt und so. Also so habe ich eher, hänge ich das Eich um und ihr zahlt es noch dafür. Also, aus seinen Letten was leider müssen.
ein Liebeskummerlied. Also unzählige Male war ich verliebt und immer wieder gedacht, ja, das ist es jetzt und ja, das ist es jetzt. Und ja, endlich geht sich meine Vorstellung von Liebe aus und dann kommt man da auf nach Herzegowina. Und jetzt erzähle ich, wie das. Natürlich auch und mitsingen sowieso und es muss nicht einmal wichtig sein. Ah ja, genau. Ein Lied. Manchmal war, also ich habe das schon etwas gewusst, aber einmal habe ich in der ersten Woche gewusst, da will ich jetzt bleiben. Und das hält seit 10 Jahren erstaunlich an. When we, you and I are ready.
Mir sind auch Gefühlsausbrüche erlaubt, und zwar einschließlich Gähnen. Ja, das ist ja gesund. Und dann weiß ich aber, dass ich irgendwas ändern muss. Zum Beispiel statt dem Grimme Gedichte weiterlesen. Ja, aber wenn du es dazu sagst, dann traut sich ja wieder keiner mehr Gähnen. Ja, warum? So ja, wenn du dann aufhörst, dann... Ja, schauen wir mal. So, also... Ich fange auch nicht ganz am Anfang an, weil sonst wird es sicher zu lang. Also der Pferdl ist eine Schuldenmalerfirma im 16. Bezirk. Und die Personen hat es wirklich gegeben, und dadurch ist es für einige, die den kennen, lustiger als vielleicht für euch, das weiß ich noch nicht. Du machst keine Werbung für dein Geld. Ich bin vorsichtig, Ein Absturz, der vorbereitet ist, ist nicht so schlimm wie einer, der so aus heiterem Himmel. So, also, diese Schildermalerfirma, das, ja, also, der Pferdl, so, also, eines Tages haben die drei, der Pferdl, der Bertl und der lange Peter, einen Auftrag gehabt, bei einem Supermarkt eine Folie aufgaschieren auf der Auslagscheibe. Mit einem groß aufgedruckten Sonderangebot für Rotergringer Bier. Eine Kiste Festbock 1990 ist drauf gestanden, und mitten während dem Auftrag war der Bertler von mir weg. Von der Al-Qaida entführt, hat der Pferdl in Hörer geschrien, wie er die Polizei gerufen hat. Sie sollten sofort herkommen, hat er geschrien. Er ist bei den Geschäftshackern Özdemir auf der Neulerchenfelderstraße und. Der diensthabende Beamte wollte von Pferdl genaueres wissen, wie er auf das kommt und was dann eigentlich genau passiert ist. Die Fakten, hat er ein paar Mal gesagt. Die Fakten, Herr Schwadronelli. Aber er hat nichts Vernünftiges auch gekriegt von Pferdl. Allweil nur, dass sofort die Kobra ausrücken sollte und den Pferdl aus den Klauen der Al-Qaida befreien. Schließlich ist dem Polizisten am Notruftelefon nichts übrig geblieben, wie dass er einen Streifenwagen vorbeischickt. Von Hackern Özdemir. Der Pferdl hat sich gleich, wie die Streife da ist, auf den großen, dicken Streifenpolizisten gestürzt und fängt an zum Fuchteln und Rehen und Gestikulieren, und der Peter hat auf den schmächtigen Kieber eingeredet und hat mit seinen langen Armen gefuchtelt und gewerkt und erzählt, wie der Bertler vor mir verschwunden gewesen ist und wie es noch
einen Araber mit einem Palästinenser-Tüchel und einem Turban ums Eck huschen gesehen haben. Und einen Schurch von Bertel haben sie auch noch gefunden, hat er gesagt, am Gehsteig. Und das ist die letzte Spur von ihm. Alles der Reihe nach, bitte, haben die Beamten gesagt, nur einer redet bitte. Wer ist derjenige, der bei uns angerufen hat? Der soll bitte reden und schön eins nach den anderen. Also, wer ist verschwunden und wann, hat er gefragt. Und wo genau und wieso glauben Sie, dass die Al-Qaida und so weiter. Aber es hat nichts geholfen. Sie haben gleich wieder alle zwei drauf los, der Ferl und der Peter, und sie gegenseitig überschrien und man hat kein vernünftiges Wort verstanden. Schließlich hat die Polizei da ein kleines Protokoll zusammengebracht. Herr Ferdinand Schwadronelli meldet seinen Mitarbeiter Albert sowieso seit heute Nachmittag 16.30 Uhr als vermisst. Laut Testi-Anzeige erstattenden besteht Verdacht auf Entführung aufgrund mehrerer Indizien. Linker Schuh und halbleere Bierflasche des Vermissten am Tatort. Die zwei Indizien machen die am sicher, sagt der Viertel, wie ihm der Polizist ausfragt, warum er so fix an eine Entführung glaubt. Der Schuh, meinen Sie? Der Schuhhammer, der Viertel. Der auch. Aber noch schwerer wiegt das zweite Indiz. Die halbleere Bierflasche? Richtig, sagt der Viertel. Wieso ist die Bierflasche so wichtig? Fragt der Polizist. Sie fragen, weil Sie den Bertel nicht kennen, sagt der Ferdl nachsichtig. Wenn Sie ihn persönlich kennen, den Bertel, sagt er, dann war es einer genauso klar wie uns, da war Gewalt im Spiel. Da muss Gewalt im Spiel sein, sagt er, wenn der Bertel ein Bier nicht ausbringt. Eine andere Möglichkeit kommt überhaupt nicht in Betracht. Ja, Sie werden schauen, was Sie tun können, sagt der Polizist, wie Sie wieder einsteigen. Und während den Scheiben auf die Kurve, sagt der Fahrer noch, wir melden Sie auf Ihren Handy und weg kann es gewinnen. Pause, nein. Nein, das geht nicht, das halten wir schon aus. Der Fährer und der Fährer. Ja. Jetzt kommt ein Intermezzo beim Wirten. Der Fährer und der Bertel haben schnurstracks zur Müllerin. Ja, sag einmal, wie schaut's denn is aus, sagt die Taxis, sie wird die zwei ganz aufgespottet oder dir anerkennen. Und während der Ferl und der lange Peter an der Schank aufgeregt die einer Geschichte erzählen, dass nämlich einer Bertel entführt worden ist, von der Al-Qaida entführt, da stellt die Zisse zuerst einmal alle zwei ein Bier hin. Zur Beruhigung hat's gemacht. Und dann sagt's, der Bertel von der Al-Qaida entführt, sagt's. Da haben sie aber einen guten Griff gemacht, sagt Doc Sissi. Gratuliere, der bringt ja bestimmt einen Haufen Lösegeld, der Bertel. Ausgerechnet der Bertel, der eh bei mir noch so viel Schulden hat. Mach dich nicht lustig, sagt der Viertel. Wir haben ein todernstes Problem. Der Bertel ist fort, das ist leider eine Tatsache. Und wir müssen dann einen Weg finden, wie wir ihn wieder befreien. Anscheinend nimmt die Polizei meine Anzeige auch nicht genug ernst, weil seit einer guten Stunde höre ich schon nichts mehr von ihnen. Ja, ruf halt einmal beim Außenministerium an, sagt der Peter. Der Fall hat ja internationale Dimensionen, darf ich sagen. Die werden ja alle frecher, die Terroristen. Jetzt entführen schon Schuldermaler mitten während der Arbeit. Während der Ferdl mit dem Handy ins Ministerium telefoniert, sammelt der Peter schon Geld auf und die Stammgäste. Als Lösegeld für den Peter, sagt er. Und hat dann nirgends seinen Hut hin. Es war der Anfang von einer beispiellosen Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft für den Bertel. Weil ans Weiterarbeiten an dem Tag eh nicht mehr zum Denken war, hat der Ferdl auch mitgemacht bei der Absammelaktion. Und die zwei haben miteinander die Lokale von halb Ottergring angerast. Es hat sich herausgestellt, dass es in ganz Ottergring kein einziges Wirtshaus nicht gegeben hat, wo der Bertel nicht Stammgast war. Letzten Endes haben wir ja da Mengen Bertel, haben die Gäste in den ganzen Lokale gesagt. Und der eine oder der andere Zechkumpan von ihm hat sogar eine heimliche Träne gedrückt. Als wir waren noch schon gestorben, war der Bertel oder für ewig verschwunden. Und um 10 Uhr auf die Nacht
haben schon ein nettes Sümmchen Bonbon gehabt, die zwei Spendensammler. Ein bisschen was dafür haben sie natürlich laufend braucht zum Mund feucht halten. Dass einer bei den vielen Reden die Kohle nicht ausdrucken. Jetzt sagst du, ich bin auch schon so lange weg vom Mund, weil die Kohle ist die Kehle. Aber das sieht, wo er nie rein, hat der Peter gesagt, wie er wieder einmal den Hutinhalt erleichtert hat für ein paar Krieger, zwei für ein Pferdl und drei für ihn selber. Man soll den Ochsen beim Dreschen keinen Maulkorb verbinden, hat er gesagt, das steht schon in der Bibel. Und das steht auch drin, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und das, was wir zwei da tun, hat er gesagt, das ist eine schwere Arbeit, wir dreschen. Und da darf man nicht knauserig sein bei einem selber, sonst gefällt es einem bald nicht mehr. Und auch so haben sie nicht knauserig gewesen, die zwei, und haben kräftig Sprit nachgefüllt. Aber eine moralische Überzeugungskraft hat durch das mit der Zeit nachlassen. Und als Folge von denen wiederum auch die Spendenfreudigkeit der Bevölkerung. Nur einer Durst, der hat leider nicht nachgelassen. Und so ist das ganze schöne Sammelergebnis langsam wieder kleiner geworden und alle kleiner und kleiner. Und der Hutinhalt alle geringer und weniger. Und gegen eins an der Nacht ist von dem ganzen Haufen Lösigkeit auf einmal nichts mehr übrig gewesen, als wir ein paar lausige Kupfermünzen. Mit so wenig Ausgangskapital kann man nicht mehr weiter sammeln, hat der Peter gesagt. Und der Pferdl war auch einverstanden, dass wir heute aufhören mit einer humanitären Aktion. Im Nachhinein könnte man es vielleicht nennen, Aktion Bier ins Dunkel. So, erster Abschnitt, ich mach mal. Come on, you can build a bridge with me. I said, come on, you can build a bridge with me. It's a wonderful world, so let's try it, and we will see. It's a world of awareness, so easy you wouldn't guess. Come on, you can build a bridge with me. I said, come on, you can build a bridge with me. It's a beautiful world, so let's try it. A lot I know went wrong. Leave your fears where they belong. Here you'll never be left alone. We're gonna build our brand new home. And it's our world of freedom. It's our world of respect. It's our world of faith. We just need to connect to come on. You can build a bridge with me. Say, come on, you can build a bridge with me. It's a peaceful world, so let's try it, and we'll see. And it's my world of passion, it's my world of honesty. It's my world of joy, if you're willing to live free. Come on, you can build a bridge with me. Never see. So you better start trying now. Oh.